der Warlock hat noch ein bisschen getan. Was ein Rage. Echt ekelhaft. Das ist ein Frosch, keine Kapuze. Das heißt also, der Frosch. Ne, warte mal, heißt das, der Frosch hat diesen Dämon gefressen? Oder hat der Schneider einfach nur scheiß Arbeit abgeliefert? Ich kann nichts sagen. Ich weiß es nicht. Wer weiß das schon? Ruhiger, sie sind raus. Nur wir sind uns alle einig, dass unsere Kleine hässlich ist. Jo! Fürs Daumen. Guck die Tür auf. Weißt du? Rennt hier mit so einem 300 Kilo Schwert durch die Gegend, aber braucht 10 Stunden, um so eine 4 Kilo Tür aufzustemmen, ey. Das ist so. Sehr gutes Beispiel. Ist doch wahr. Das stimmt echt und das geht mir auch auf den Senkel. Aber ein Dings, in Dark Souls 3 ist irgendwie die Sequenz länger, oder? Noch länger? Der hat sich irgendwie so angefühlt. Nein, nein, alles gleich lang. Kann man nicht, gibt's da nicht auch was von Anpassung? Nein. Gibt's da nicht auch was von Ratiofarm? Ja. Nein, gibt was von Ratiofarm. Ich hab voll den Pickel am Arsch. Da gibt's sicherlich auch was von Ratiofarm. Oder hat der Pickel dich? Am Arsch. Das verrate ich nicht. Und wie die Geschichte ausgeht, erzähle ich euch nachher nächsten Mal aus. Oh. Yeah. Es gibt viele Sachen, die mega hässlich sind, ja. Das stimmt. Die Charakterstellung, Teil 3. Einige Charaktere, Teil 1, 2 und 3. Ich meine, was sich einige da für einen Scheiß zusammen basteln, ist mal ernsthaft. Das sieht echt aus wie, keine Ahnung, irgend so eine Familie aus so einem 300-Leute-Dorf, weißt du? 300 Einwohner, zwei Nachnamen. Guck hier, ich zeig dir mal, hier ist die Tür. Und dahinter ist dann auch Dings, dahinter ist dann auch der Champion. Okay. Hab ich dann bisher einfach nur glorreich übersehen. Ach so. Ja, weil ich halt diese scheiß dunklen Gebiete hasse. Aber da ist dann die Javelin hinter und die ist echt gut. Schießt irgendwie 4 Pfeile auf einmal, also hintereinander die. Hallo, lässt du mich mal durch? Klopf mal höflich an. Hab ich. Endlich. Hab ich endlich. Ich glaube, ich mache gleich den Rota Raid alleine. So, 5 vor 7. Noch 12 Stunden. Oh Gott, das wird echt hart. Ups. Gesundheit. Ja, dann. Okay, ist gut, das Spiel ist gut. Jetzt beruhigen wir uns mal alle wieder und chillen. Magen, halt die Fresse. Nein, komm. Hör doch mal auf hier, lass mich doch mal da ruhig. Bitte. Ich will doch gar nichts von euch, ich will nur da durch. Alles mit Herren, Gott. Ich hasse Zucker am Arsch oder so. Ja, hab ich auch. Ich bin tot. Oder? Zucker am Arsch. Thank you.
Zeitgeist. Ja, eine Weltstadt. Gleich kassiert oder was? Ah, nee, nee. Er kriegt richtig viel Schaden, bloß ich treffe ihn. Das sag ich doch. Aber er hat mich auch jetzt gerade getroffen, oh. Wie sollte er mich da denn treffen? Ich hasse sowas immer noch. Oh yeah. Free hits. Scheiße. Wach bleiben. One hit. Ja, ne, ich bin auf jeden Fall gestorben. Do it. Venti gerade, wusstet ihr, dass Ficken im österreichischen Pudern heißt und dass sie Analverkehr mit Absicht Popo-Pudern nennt? Sehr schön. Cool. Interessant. Also wenn das ist mit dem Pudern-Name nicht neu, das kannte ich schon. Wir haben heute um 7 Uhr morgens was Neues gelernt. Also wenn ich nach Österreich gehe und sage, willst du mir Popo pudern, heißt, willst du mich anal ficken? Richtig. Okay. Ihr seid alle ekelhaft. Also Teil, jetzt weißt du, was du sagen musst. Ja. Das ist richtig. Puder mich richtig, puder mich richtig, was? Einmal bitte das Gesicht pudern. Na, ich tippe mal auf 2 Stunden 10. Komm schon, wenn man nicht so viele Probleme steht. Sterben? Sterben. Ja, komm, wie hat er mich da getroffen? Das ist eine verdammt gute Frage. Das reichlich weiß ich dann gar nicht mehr. Da auch schon wieder. Dann hast du nicht mittlerweile wieder Estus? Ja, auch. Aber den habe ich immer Angst, dass ich, wenn ich die benutze, dass ich zu lange brauche und der mich dann umbringt. Also. Und da ist wer weg. Boah.
Oh Gott, das war knapp. Das war knapp gerade. Schnell. Ach nein. Ich sag doch, ich sei drin. So ein Fick-Dreck. Jede. Genau. Da ist mir auf jeden Fall weg. Ich hab die Glocke gemacht. Hm? Ich hab die Glocke geschlagen. Scheiße. Der ist zwar nicht so schlau. Nee. Ich weiß gar nicht. Jo, Venji, mach das. Viel Spaß noch in der Schule. Ach ja. Bei mir geht's gerade los. Wenn wir jetzt schon lange angefangen haben, hast du wieder einfach mit dir aufhören. Das ist das Problem, wenn die Schwelle nicht irgendwie, wenn man nicht über diese Müdigkeitsschwelle kommt. Ja, also, bei mir ist auch nicht, es gibt auch immer eine Stelle, wo man einfach verrückt wird. Und dann anfängt irgendwie wirklich nur noch Mist zu labern. Man merkt es nicht mal mehr. Ja. Dieses Schlafdelirium, ne? Genau. Aber das Ding habe ich keine Lust drauf. Das aber manchmal denke ich mir echt, wie konnte er dich da nicht treffen, ne? Manchmal denke ich mir, wie konnte er mich da treffen? Mhm, das denkst du ja meistens, aber ab und zu ist echt so, wie konnte er mich da nicht treffen? Dieser Boss ist sowieso schon ein bisschen schwer. Na, ein bisschen noch. Ich latsch hier irgendwo allein durch Mexiko, Anita! Okay. Oh. Ich glaube, ich drehe gerade ein bisschen frei. Ich hoffe. Ja, gut. Oh, ich hab's überlebt. Ich lebe. Oh. Okay, ich glaube, ich werde gerade echt blöd. Sicher? Ich habe gerade kurz einmal so 2-3 Sekunden mit voller Absicht ins Licht geguckt, um zu gucken, ob ich noch was merke. Das ist echt blöd. Das war eine scheiß Halogenfunzel. Oh. Ich bin halt blind gerade. Das war echt voll komplett. Ich hab's geschafft. Na. 1 Minute zu lang. Ja, aber der ist immer so ein Tide-Turner, der Typ. Mhm. Ey, das waren gerade 3 T's, ey. Tide-Turner-Typ. Tide-Turner-Typ. Boah. Am schlimmsten wäre noch gewesen, wenn du hier einfach aus Versehen wirklich nur so klops, weißt du, den